Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute live beim Sky Sport Studio im 14. Bezirk. Heute findet nämlich das E-Bundesliga-Einzelfinale statt. Ich bin heute nicht als Spieler da, sondern als Coach für den Raphael. Der wird Rapid vertreten. Wir haben uns die letzten Tage sehr gut vorbereitet gemeinsam. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir weit kommen und eventuell den Titel nach Hütteldorf holen. Erstmal Gratulation, dass du der Beste von Rapid warst und heute Rapid vertreten hast dürfen. Danke. Die letzten zwei Tage mit dir waren sehr angenehm. Ich habe gemerkt, du hast wirklich viel Talent, also bleib auf jeden Fall dran. Du bist jung, also ich glaube auf jeden Fall, dass du eine E-Sports-Karriere hast. Ja. Zum heutigen Spiel gegen Benji, du hast ja gegen einen Favoriten gespielt. Ja. Wie hast du dich gefühlt? Woran glaubst du, hat es am Ende gelegen? Ich meine, wir haben gerade diskutiert drüber, aber vielleicht nochmal, dass du meiner Community kurz mitteilst, wie du das Spiel gesehen hast und was du so aus dem Event mitnehmen kannst. Ja, also mit Benji habe ich einen erfahrenen Spieler leider oder auch gut erwischt. Ich nehme natürlich viel mit, vor allem die dummen Fehler, die ich gemacht habe, was zu Ende zu meinem Ausscheiden geführt hat. Ansonsten danke ich dir nochmal, dass du die Zeit genommen hast, mich zu trainieren, mein Spiel zu analysieren, mich besser zu machen. Und ja, generell das ganze E-Bundesliga-Teamfinale und auch jetzt das Einzelfinale ist einfach der Hammer, was wir hier geschafft haben. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren immer noch besser wird. Und ja, eigentlich bedanke ich mich. Welche zwei Fehler oder welche Fehler meinst du jetzt, waren jetzt daran schuld, dass du jetzt vielleicht so knapp verloren hast gegen Benji? Also zum einen, dass ich in der letzten Minute oder in den letzten Minuten den Ball unnötig hergegeben habe und daraus ein Konter resultiert ist und daraus das Tor. Und im zweiten Spiel war ich einfach viel zu hektisch. Da wollte ich schnell auf Ausgleich spielen, habe dann viele Bälle schnell verloren und ja, das hat mich am Ende gekostet. Ja, ja, auf jeden Fall, ich werde den lieben Raphael in der Linkbeschreibung markieren und verlinken. Also er hat auf jeden Fall Instagram, da können die ganzen Mädels und Burschen ihm folgen. Also einfach in der Beschreibung nachschauen. Ja, ich habe den lieben Manuel Haselberger vom österreichischen E-Sport-Verband da jetzt an meiner Seite, Mitveranstalter von der E-Bundesliga. Ja, von meiner Seite mal ein Riesenkompliment. Ich habe es auch vorher schon im Sky-Interview gesagt. Was ihr gemacht habt, plus Sky, plus die Bundesliga selbst, ist hervorragend. Ja, mich würde jetzt interessieren, und vielleicht meine Community, wie du das selbst jetzt als Mitveranstalter gefunden hast und was sind vielleicht so die Ziele für nächstes Jahr oder die Verbesserungen? Ja, erstmal danke für die Blumen. Also wenn man das von Spielern und gerade von Leuten, die schon länger in der Szene aktiv sind, hört, ist das natürlich immer das schönste Feedback. Wir wollen dann den Standard definitiv beibehalten, das ist auch im Sinne der Bundesliga. Die Bundesliga ist mit vollem Herzen dahinter, das Commitment ist riesengroß. Ja, großartige Saison, kann man sagen. Es war angefangen von den Qualifikationen bis hin zu den Club-Events, großes Spektakel bis, also im positiven Sinne, bis hin zu den unglaublichen Teambewerb und jetzt das würdige Einzelfinale. Großartig. Okay, was sind so für dich so die Ziele für die nächste Saison? Was könnte man vielleicht besser machen? Weil es gibt ja immer was, was man besser machen kann. So auf die Schnelle vielleicht. Wir wollen in der Vorbereitungsphase definitiv noch wieder ansetzen und näher bei den Spielern wieder sein und schauen, dass man alles wieder zusammenholt auf einer Plattform vielleicht. Also, da wird es sicher Überlegungen geben über den Sommer oder Frühjahr und dann werden wir das gemeinsam mit der Bundesliga ausarbeiten. Ist es realistisch, dass vielleicht eine Location mal genommen wird, wo wirklich auch freier Zugang ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht so, damals hatten wir auch bei FIFA-Events noch so 2008, 2009, kannst du einen Chefrang, der weiß das auch noch, da habe ich das Nationalteam gespielt, hatten wir ca. 1000 Zuschauer. Also glaubst du, ist das realistisch, vielleicht nächstes Jahr mit offiziellen Zuschauern, dass jeder kommen kann?
das oder ist das in Planung oder will man das vielleicht also das angehen, dieses Thema, dass es öffentlich ist? Wird sicher mal vorgeschlagen werden in der Runde. Es hängt natürlich auch von den Partnerstrukturen ab, weil es sich natürlich anbietet. Für ein Live-Event legst du gerne mal 100.000 hin und mehr. Ja. Das ist halt doch nicht nichts. Und ja, mal schauen, was sich ergibt. Ja. Der österreichische E-Sport geht weiter. Passt. Wie gesagt, ich werde auch den lieben Manuel bzw. den E-Sports-Verband Österreich in der Beschreibung verlinken. Ja, wir haben auch eine Area, da könnt ihr auch täglich reinkommen, FIFA spielen, aber auch andere Spiele. Also schaut einfach da mal beim E-Sports-Verband Österreich vorbei und ja, alles Gute nochmal. Alles Gute. Danke, Mario. So, wir haben einen Legionär eigentlich jetzt da an meiner Seite. Vor kurzem noch war AS Rom unter Vertrag, heute Sky-Moderator Filip Babic, einer der besten Spieler Österreichs. Wie war es für dich so, das Event jetzt heute, vor allem das Einzelfinale und für dich so jetzt als Moderator, wie hast du dich gefühlt? Kannst du das in Zukunft vorstellen? Ja, es war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, also es war ein Neuland für mich. Ich habe es zwar in London einmal kurz gemacht, so kommentiert und so weiter beim Gfinity Cup, aber es ist ganz was anderes als das Zocken und ich muss sagen, ich bin begeistert, wie das Ganze aufgezogen ist. Es ist so professionell und so gut gemacht und sie haben mir wirklich alle auch geholfen von Sky, also es ist ein echt gutes Team. Wir haben gut zusammengearbeitet und ja, ich kann nichts mehr zufügen, war echt Hammer. Ich habe erfahren, nächstes Jahr wird es noch geiler. Dann wirst du wahrscheinlich wieder mitspielen wollen, oder? Ja, sicher. Also wir haben heute schon wieder die Finger zuckt. Ich will dann unbedingt wieder mitspielen und ja, vielleicht den einen oder anderen Titel holen. Was sind noch deine Ziele für FIFA 19? FIFA 19, also sogar noch 3 Qualifier zu spielen, glaube ich, mit der Champions League, LQA und für Champions Cup 6 Qualifier. Mal schauen, wenn ich mich qualifiziere. Ich habe gesehen, Champions League ist, glaube ich, Europa wieder zusammengemacht, also mit 40 Plätzen. Das könnte eventuell ein Vorteil sein, mal schauen. Wie gesagt, ich werde sicher jetzt nicht aufhören zu spielen, also da ist sicher noch was drin. Man hat es gesehen, ein Turnier reicht zum Beispiel bei Haso, dass man ins Finale kommt, also es ist alles noch möglich, alles okay. Noch drin. Passt, ich werde den lieben Philipp verlinken in meiner Beschreibung, folgt ihm auf jeden Fall dann auf Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, schickt ihm ein paar Fotos und alles Gute. Ja, meine lieben Freunde, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Fazit von der Season 2018-2019 der Bundesliga. Ihr habt ja jetzt ein paar Interviews mitbekommen, ein paar Highlights, auch das letzte Teamfinale-Highlights-Video heute, das Einzelfinale-Video plus halt ein paar Leute, die wir interviewt haben. Ja, mein Fazit zu dem Ganzen ist einmal natürlich so, wie ich es auch schon im Fernsehen erwähnt habe, ja, auf Sky Sport Austria, ein riesen Kompliment nochmal an den österreichischen E-Sport-Verband, ja, an Sky Sport Austria und vor allem natürlich direkt an die Bundesliga bzw. die Bundesliga. Die letzten 2 Season hat man gemerkt, eine Qualitätssteigerung, die ist unfassbar, ja, und wir müssen wirklich froh sein, dass alle Leute, die ich gerade erwähnt habe, ja, so viel arbeiten, dass wir unseren Hobby zum Beruf machen können oder dass überhaupt der E-Sport in Österreich mit FIFA so gewachsen ist. Und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Es war, wie gesagt, eine hervorragende Season, qualitativ mit Fernsehaufbau. Also wenn ich das sage, dann könnt ihr mir wirklich glauben, ja, dass das wirklich so ist, weil ihr wisst ja, ich bin seit 2006 Profi, war schon in China, in Amerika, in Korea, Belgien, Deutschland, England, Spanien, überall auf der ganzen Welt habe ich Weltmeisterschaften gespielt, Europameisterschaften gespielt und Turniere. Und wenn ich sage, das war geil, das war qualitativ hochwertig, dann ist es definitiv so, weil natürlich mein Maßstab auch schon wo ganz anders liegt, wie bei vielleicht Newcomer oder die noch nicht so lange im E-Sport dabei sind. Ja. So, einmal das abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Fazit vom Spielerischen her. Gehen wir nochmal ein paar Wochen zurück zum Teamfinale. Ich persönlich hatte keinen guten Start gegen Sturm Graz, war total unsicher, habe meine Chance nicht reingemacht und habe dann einfach schlecht herausgespielt, sehr viele individuelle Fehler im Spielaufbau gemacht und habe dann auch da die erste Runde gleich verloren. Ja. Danach habe ich mich stets gesteigert, auch das Team hat sich stets gesteigert, wir waren dann zur Halbzeit, ja, von den ganzen Runden waren wir unter Top 5. Vor dem Wiener Derby waren wir auf Platz 5 und hatten wirklich nicht viel Punkte Rückstand auf Platz 2, 3 und 4. Das Derby war dann noch live im Fernsehen, ja, wieder auf Sky Sport Austria, wir auf der Bühne. Und wir haben eigentlich total versagt. Ich war der Einzige, der das Spiel gewinnen konnte. Und meiner Meinung nach war dann komplett ein mentaler Einbruch. Ja, auf meiner Seite auf jeden Fall. Also ich habe dann 3, 4 Spiele gehabt,
die ich jeweils mit 2-0 geführt habe und nicht nach Hause gebracht habe. Und alle wissen, dass ich eigentlich die Qualität habe, das zu schaffen, aber irgendwie das Derby war so der Genickbruch auf meiner Seite und irgendwie auch auf der Teamseite. Wir haben uns dann echt verschlechtert, sind dann am Ende auf Platz 7 oder so gelandet, weiß es gar nicht mehr, weil ich das wirklich verdrängt habe. Es hat wirklich ein paar Tage gedauert, dass das aus meinem Kopf kam. Also die Nächte nach dem Team-Event waren nicht einfach für mich, das Ganze mal wieder irgendwie rauszubekommen. Vor allem habe ich mich wegen einem Punkt auch nicht fürs Einzelfinale qualifiziert, was ja in dem heutigen Video stattgefunden hat. Raphael hat es um einen Punkt geschafft und das hat mich natürlich zusätzlich auch nochmal sehr belastet. Auch wenn ich dann in die Top 100 kommen bin nach dem Teamfinale und so, das erste Mal war ein bisschen was Positives dabei, aber ja, jeder, der mich kennt, will ich immer so gut wie möglich erfolgreich sein und wenn es einmal ein Tief gibt, dann nehmt mich das schon ganz mit, weil ich natürlich solche Sachen aufgrund meiner langen Karriere nicht gewohnt bin, einfach schlecht zu sein oder nicht erfolgreich zu sein und das ist dann die doppelte Bestrafung und die Belastung, vor allem im Kopf. Ja, mit Salzburg hat natürlich ein Verein gewonnen, der vorhin ein Favorit war. Die Wiener Austria sehr überraschend gespielt, gut gespielt und Platz 2 erreicht. Und ja, mit St. Pölten der nächste Überraschungsmannschaft, die da irgendwie und Hartberg. Also ja, das war ziemlich überraschend, außer Salzburg, aber die anderen Platzierungen und die Top 5 waren echt. Da war es dann St. Pölten, WRC, Austria, Admira. Und Salzburg. Also auch Sturm, der Vorjahrssieger, hat total versagt in meinen Augen. Ja, wie gesagt, und das ist halt so das Ding, was ich auch schon letztens in den Selbstanalyse-Video-Fazit-Dezember rausgebracht habe. Es findet viel im Kopf statt, FIFA, und wenn man da nicht on point ist, wenn man da nicht wirklich seine 150% geben kann, dann spielt man schwächer, dann verliert man Spiele, obwohl man vielleicht der Bessere ist und ja, also ganz, ganz wichtig, immer schauen, dass der Kopf frei ist. Ja, das Einzelfinale war dann vorgestern, weil das Video ist jetzt am Montag dann fertig gemacht worden und mein Fazit auch und das kommt heute raus. Gestern war Super Bowl, also heute in der Nacht und da habe ich mir freigenommen und deshalb konnte ich das heute alles machen. Bin ziemlich müde, Super Bowl war ziemlich langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, also da gab es schon bessere Partien, nur sagen wir mal am Rande. Ja. Das Einzelfinale war eben vorgestern, der Samstag, vorgestern, oh mein Gott, bin ich verwirrt, wenig Schlaf, man sieht auch noch an meinen Augenringen, ja, und da hat Raphael uns vertreten, weil ich, wie gesagt, um einen Punkt das verkackt habe, obwohl ich 4 Spiele eigentlich geführt habe mit je 2 Tore und das einfach wieder rumbringen müssen, egal. Dumert gehört bestraft und somit musste ich als Coach den Raphael zur Seite stehen. Erstmal Riesenkompliment an Raphael, 18 Jahre, super Talent, ja. Hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, die paar Tage vor dem Finale. Und ich hoffe, er bleibt dran, weil dann werden wir auf jeden Fall vielleicht das eine oder andere noch von ihm hören. Hat auch 27 Siege schon, ist verifizierter FIFA-Player, FIFA 19, also ja. Da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden und Talent, sonst wäre er auch jetzt nicht der Beste im Team gewesen, auch wenn es nur ein Punkt gewesen ist. Raphael musste beim Einzelfinale gegen Benji Austria, ein Spieler, der bei mir und bei meiner Agentur ist, zur Petition unter Vertrag ist. Natürlich ein Mörder los in der ersten Runde, vor allem weil Benji auch eigentlich ein Favorit war, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass der Patch nicht rausgekommen wäre. Und ja, Raphael hat sich bis zu 89 Minuten 1:1 im ersten Spiel geschlagen. Und das Traurige an der ganzen Geschichte ist, ich habe ihn beim Training, ein paar Tage vor und beim Spieltag gesagt, bitte schau, dass du den letzten Angriff hast, in der 45. und 90. Jeder, der meine Monitore kennt, weiß, dass ich auch ein Post-it davon habe. Alle meine 600 Schüler, die ich coach, wissen, wie wichtig auch diese Aussage von mir ist, weil das einfach nochmal die 10-15% sind, die das Spiel entscheiden können, wenn es knapp wird. So, und Raphael hat in der 89. Minute den Ball und verdändelt ihn blöd und Benji mit dem letzten Angriff das entscheidende 2:1 im ersten Spiel. So, zweites Spiel, natürlich 18 Jahre, Raphael Jung, will unbedingt natürlich schnell, so gut wie möglich das Tor wieder wegmachen, hat wirklich am Anfang eine 100%ige Kopfballsituation. Raphael musste Ultimate Team spielen mit Bundesligaspielern, natürlich die Karten dann wesentlich schwächer und ein Ronaldo oder so hätte wahrscheinlich den Kopfball gemacht, aber es war Dene Alla oder ich glaube Dabur, der den 100%igen nicht gemacht hat.
Und dann im Gegenzug hat Benji ein CPU-Elfer bekommen und dann war wieder Benji mit 1-0 in Führung. Somit musste dann Raphael 2 Tore aufholen und dann hat man gemerkt, dass ihm die Erfahrung fehlt hat. Er hatte eigentlich fast noch 80 Minuten FIFA-Zeit, aber jeder Angriff war Speed, 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 ohne Überlegung, jeder Pass nach vorne und dadurch unendlich viele Fehlpässe. Dadurch hat sich Benji uroft den Ball erobern können und hat natürlich das Ganze dann souverän, professionell sowie auch die Qualität hat runtergespielt. Und somit mussten sich der liebe Raphael und ich dann im Achtelfinale, also eigentlich in der ersten Runde, waren ja Top 16, geschlagen geben. War ein bisschen bitter, weil einfach man, wenn man nach dem Spiel analysiert, auch mit dem Raphael, der war auch jetzt im Interview, na, habt ihr auch mitbekommen, der hat selbst mit mir schnell analysieren können, was falsch gelaufen ist. Und das waren Kleinigkeiten, die man eigentlich verhindern hätte können. Aber ja, alles gut. Junger Mann, viel Potenzial. Ich habe ihn gern, menschlich top. Und wie gesagt, solche Turniere sind einfach dafür da, vor allem für junge Spieler, daraus zu lernen. Ja, und dann hatte ich noch im Rennen den Gregor Zuntermann, auch bei mir bei meiner Agentur unter Vertrag, den Serge schon vorher Sieger im Einzelwettbewerb und halt Benji. Gregor musste sich in der ersten Runde geschlagen geben, auch da meiner Meinung nach mental hat er den Gegner schon sehr, sehr unterschätzt, hat schon sein Turnierbaum ausgerechnet, auch wenn er sagt, es stimmt nicht so, aber ich kann das schon sehr gut einschätzen und man will es selbst einfach nicht sehr gerne zugeben, dass vielleicht Überheblichkeit oder Unterschätzung der Grund dafür da war, dass man vielleicht nicht sein E-Game spielen hat können und der Gegner einfach dann gewonnen hat. Somit hat er sich auch in der ersten Runde verabschieden müssen. Benji ja, hat die erste Runde überstanden gegen Raphael. Serjan hat auch souverän die erste Runde gegen Hartberg, Herbert Scharner auch gewonnen mit 10-0 oder so. Ja, und in der zweiten Runde musste dann Benji gegen Marcel Holy, sehr guter Xbox-Spieler, auch schon mal Staatsmeister. Und Serjan musste gegen Neubi, der überraschend eine sehr starke E-Bundesliga-Saison gespielt hat, auch die meisten Punkte im Teamwettbewerb geholt hat. Und ja, Serjan im ersten Spiel gleich nach, glaube ich, 30, 40 Minuten 4-0 hinten und das kannst du dann einfach gegen einen, der so stark in der Offensive ist wie Neubi, einfach nicht mehr aufholen. Und Benji musste ins Golden Goal gegen Marcel Holy, hatte dort 7-1 Torschüsse und hat einfach Pech gehabt. Er hat den Ball nicht ins Tor gebracht und Marcel Holy hat aus einer Chance im Golden Goal das Tor gemacht und somit mussten sich auch die anderen zwei Spieler, die noch im Rennen waren, von meiner Agentur verabschieden. Serjan, ja, verdient, weil er einfach schlecht verteidigt hat eben die ersten 30, 40 Minuten und das dann einfach nicht mehr aufhören können, obwohl er wirklich gut gekämpft hat. Und Benji hatte einfach Pech. Benji hätte wirklich sehr weit kommen können. Der hat sehr diszipliniert gespielt, sehr abwartend, sehr geduldig, wirklich sehr stark und ja, das ist halt dann so Golden Goal. Da gewinnt manchmal auch der Glücklichere und das war in dem Fall. Und ja, und im Finale war dann noch Marcel Holy und hat gegen den St. Pöltener Junge gespielt. Wie ihr wisst, habe ich im Sky-Interview gesagt, der Terminator. Weil der hat jedes Spiel nur mit einem der Unterschied gewonnen. Hat extremst gut verteidigt. Also Respekt dann nochmal an Manuel. Ja, Respekt, wie du verteidigt hast. Du hast das wirklich gut gemacht. Und was er gemacht hat, er hat den Patch perfekt ausgenutzt. Die Schüsse gehen nicht mehr, aber dafür sind die Flanken stärker geworden. Und er hat gut verteidigt und nur auf Konter gespielt. Aber auch da sehr oft mit schönen Ballstaffetten, also jetzt nicht immer ganz blind nach vorne, aber er hat schon einen Plan gehabt, sehr defensiv kompakt stehen, nicht wirklich viele Tore zu bekommen und dann Konter über die Flügel, Flanke. Und dann hat er halt oft natürlich ihn reingemacht, oft nicht. Und ja, am Ende hat der St. Pöltener Junge den Titel geholt im Golden Goal gegen Marcel Holy. Das war wirklich krass. Ich habe gesagt, es wird ein Elfmeterschießen, weil ich gewusst habe, dass der St. Pöltener Junge einfach aufgrund diesen Weg, wie das passiert ist, war der Reservespieler, Ersatzspieler beim Teamfinale. Dann wurde einer krank, er hat dann spielen dürfen vom Start weg, hatte die zweitmeisten Punkte geholt und dann hat er sich darüber eben ins Einzelfinale qualifiziert, hat dort viel SKS rausgeschmissen, einer der wirklich stärksten auch FIFA-Spieler in Österreich, ja, im Golden Goal besiegt, hat wirklich auch krass, 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 dann auch den Fabio, 16 Jahre, ein Mega-Talent besiegt und dann am Ende im Finale auch nochmal, den Marcel Holy und in der ersten Runde hat er den Lampi besiegt, auch ein
Top 100 Spieler, also krass, was der St. Pölten Junge, der noch nicht favorisiert ist, einfach da an dem Tag gelegt hat. Also bin noch immer sprachlos, aber das Geile ist, ich habe vorhergesagt, Elfmeterschießen und knapp waren wir davor. Also ich wusste, es wird ein spannendes Finale, auch wenn Marcel Holi vielleicht der vermeintlich bessere Spieler ist. Aber ja, auch FIFA ist Fußball und hat Geschichte geschrieben und gefällt mir wirklich, natürlich bitter für Marcel Holi und für die anderen, aber gefällt mir, dass der St. Pölten Junge gewonnen hat. Weil es einfach eine geile Geschichte ist, von Ersatzspieler zum Zweitplatzierten im Team und dann sogar österreichischer Einzelmeister. Also wie gesagt, da nochmal, ich habe auch eine Story gemacht am Samstag, wo man ihn markieren konnte. Auf jeden Fall Gratulation, Respekt, hat seinen Plan einfach durchgezogen und ja, am Ende dann sagt man natürlich im Finale glücklich gewonnen, aber wer ins Finale kommt, auch wenn er dreimal den Golden Goal gewonnen hat, man macht was richtig, weil Marcel Hohl ist offensiv extrem starker Spieler und er hat nicht viele Tore geschossen und das spricht einfach für die Abwehr von Manuel. Punkt. Ja, viele sagen unverdient, glücklicher Meister. Schaut vielleicht am Papier so aus, aber wenn man die Spiele dann betrachtet, klar hat man natürlich in den einen oder anderen Phase ein bisschen Glück, gehört aber dazu, bei einem Turnier, sei es jetzt auch Frankreich-Weltmeisterschaft oder damals Griechenland, da gab es immer strittige Situationen, wo man ein bisschen Glück gehabt hat und am Ende, wenn natürlich das Niveau ziemlich gleich ist auf einer Linie, dann muss man manchmal ein bisschen Glück haben, auf jeden Fall im Laufe des Turniers, dass man dann auch der Turniersieger ist. Punkt. Am Endeffekt gewinnt keiner mit Glück ein Turnier. Auch damals Griechenland nicht, hat einfach die beste Abwehr gehabt und war am effizientesten. Ja? Frankreich jetzt auch, hat am besten verteidigt. Und ich sage jedes Mal, liebe Leute, jedes Mal sei es, Angriff gewinnt die Spiele, aber die Defensive gewinnt Turniere. Auch Stefan Pina gestern beim LQI in London, wieder bewiesen, einfach die geilste Abwehr über das ganze Turnier. Und das ist einfach das, was zählt. Ja? Und ja, das war es auch von meiner Seite jetzt auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, es war vielleicht ein bisschen länger, aber hoffentlich auch einmal anders, weil ich auch andere Interviewpartner oder überhaupt Interviews mal eingeholt habe. Dann nochmal ein Dank natürlich an meine Social Media Agentur MD Online Performance, die mich da immer unterstützen, überall dabei sind. Richtig, richtig geil mit euch zusammenzuarbeiten. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur E-Bundesliga oder zur E-Sports oder irgendwas, zu der Season, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich wirklich freuen. Lasst uns gemeinsam austauschen, was war gut, was war schlecht. Und ja, ihr wisst, ich bin nur so stark wie ihr, weil meine Community ist einfach mein Herz. Und ohne euch wäre das Ganze gar nicht möglich. Und natürlich vergisst nicht, mich zu abonnieren auf YouTube, ja, rechts unten und die Glocke aktivieren. Aber ich mache sehr viel Instagram-Werbung. Ihr wisst, auf jedem YouTube-Video mache ich Instagram-Werbung, weil ich dort wirklich am aktivsten bin. Und ich will da wirklich stets wachsen, weil ich da mit euch am schnellsten jeden Tag mich austauschen kann. Ich antworte jeden privat, ich kommentiere, alles mache ich für euch. Ja. Tagtäglich, sogar wenn ich am Scheißhäusel bin, ist mein Handy dabei und Instagram an. Ja. Also da wäre geil, wenn ihr mir da folgt und ein Abo da lässt. Und die anderen Interviewpartner, die sind auch in der Linkbeschreibung, so wie mein Instagram-Kanal. Lasst denen mal einen Follower da oder schaut mal vorbei, ob euch die Leute interessieren oder nicht. Ist eure Sache, aber sind nette Jungs. Und ich bin froh, dass ich mit denen zusammenarbeiten darf und dass die den E-Sport auch pushen. Vor allem Babic einen super Job gemacht, Pascal und Raphael, wie gesagt, super gespielt für den SK Rapid Wien und der liebe Manuel, ja, der Sprecher und das Herzstück vom österreichischen E-Sport-Verband. Ohne den wäre vieles nicht möglich in Österreich. Ja, dann sage ich danke. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt auch Super Bowl geschaut und fandet es auch so ein bisschen langweilig wie ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die neue Woche, weil es ist Montag. Was ist für mich heute noch am Programm? Ich muss noch 20 Spiele machen in der Weekend League. Also es wird richtig noch geschwitzt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr seid einfach die geilsten, wirklich. Ich kann es nicht so oft wie möglich betonen. Es macht so Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Wirklich, Mario Army, I love you. Ja. Alles, alles Gute, alles Liebe in der Woche. Und auf jeden Fall bleibt dran, weil am 11. Februar kommt wirklich ein geiles, geiles Projekt. Ja. Ist ein Herzensprojekt. Ja. Hilft den armen Menschen, kann ich schon mal vorweg sagen. Und ja, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, ihr werdet da jede Minute dabei sein und nicht verpassen. Alles, alles Gute, euer Mario Wiskott, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.